Servus und hallo zu Utopia. So, vorweg, meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen. Kann sein, dass ich ein bisschen rumhuste und rumräuspere. Ah, nun gut. Ja, Utopia, was gibt's dieses Mal? Am Anfang der Folge wie immer ganz kurz mal zu dem Zeug, das ich hier so baue. In der letzten Folge habe ich ja den Märchen-Blueprint hier hergesetzt und das Gebiet so ein bisschen mit Terraforming vorbereitet. Und jetzt ging es darum, diesen Blueprint natürlich nur anzupassen und weiterzubauen. Der ist ja noch lange nicht fertig. Da habe ich innen in den Durchgang, Hof, ich weiß nicht, ihr seht es ja, was ich meine, versucht Toiletten und Shops reinzubauen. Und da irgendwie ein vernünftiges Dach drüber zu bekommen. Also über die Shops. Und es war ein bisschen tricky und habe ein bisschen ärgern müssen. Ich weiß auch noch gar nicht, ob ich das so lasse. Oder Idee war, dass ich da vielleicht ein Hotel noch reinbaue. Das würde sie irgendwie anbieten. Und dafür das Hotel beim Eingangsgebäude raus, das ja irgendwie blöd ist. Aber das wird sie nur zeigen. Eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Und was habe ich noch gebaut? Greife wahrscheinlich ein bisschen vor. Das seht ihr vielleicht noch gar nicht. Dach. Ich habe versucht, das Dach irgendwie, zumindest schon mal die Randumfassung, also die schräge Dach da schon ein bisschen hinzubekommen. Und das hat mir sehr vor Herausforderungen gestellt, eben weil die Seiten, ich nenne es mal Flügel von dem Gebäude, nach vorne geneigt sind. Hat es für sehr viele Schwierigkeiten beim Dachsetzen gegeben. Eben muss man da nur irgendwie was überlegen, wie man das vernünftig hinbekommt. Und ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Zu den Gebauten hier eigentlich nichts. Meinungen und so und Anregungen wie immer gerne in die Kommentare. Aber Utopia ist ja immer schon als Real Talk Format gedacht gewesen. Und daher quatsche doch ein bisschen. Mit der Aufnahme bin ich wieder sehr zeitig dran. Heute ist Donnerstag, beziehungsweise jetzt schon Freitag um 0.30 Uhr umeinander oder so. Und es ist mir gerade noch eingefallen, hey, ich muss eine Folge aufnehmen für morgen. Aber das ist vielleicht auch ganz gut, weil dann kann ich so aktuelle Ereignisse auch noch ein bisschen einbringen in die Folge, wenn mir die Zeit nicht davon läuft. Also zum einen heute die Ankündigung, der Hannibal ist wieder aus der Pause zurück, quasi. Und Phantasia World Resort geht auch weiter. Er hat meint, spätestens übernächste Woche geht's wieder weiter. Freuen wir uns natürlich alle. Und ja, hey, dann, was gibt's noch? Jetzt gerade war sehr cooler Stream von Alle Rasten aus. Der hat zuerst ein bisschen auf Palm Island weitergebaut. Dann hat er so ein Problem mit einer Sonne. Und dann hat er noch seinen aktuellen Projektfortschritt für die Seeming Challenge gezeigt. An dieser Stelle sage ich absolut nichts dazu, sondern schaut euch die Videos bei ihm an. Da könnt ihr das alles sehen. War jedenfalls ein sehr schöner Stream. Ich glaube über 2 Stunden oder so. Ja, das gibt's nur zu sagen. Und wahrscheinlich ein Thema, auf das alle schon warten, bis es hier anspricht. Planet Zoo. Tatsächlich möchte ich mich bedanken für es. Ich habe Planet Zoo in einem Livestream vorgestellt am Release-Tag der Beta. Mit dabei war der Hoshi und Alle Rasten aus im Livestream. Die haben gesagt, ja klar, kannst das Video auf YouTube auch verwenden.
auch mit ihren Stimmen drin. Vielen Dank dafür. Das war ein cooler Stream. Eben mit den beiden dabei und nur Chat und so. Zum Spiel an sich sage ich jetzt nichts. Einfach weil es laufen ja bis Sonntag nur Let's Plays, beziehungsweise der Stream, den habe ich jetzt aufgeteilt in ein paar Videos. Das läuft noch bis Sonntag, täglich ein Video. Und ich werde zum Spiel selber vielleicht in der nächsten Utopia-Folge nur ein bisschen was sagen. Vielleicht. Aber erstmal nicht. Schaut euch die Videos an. So, komplett dreiste Eigenwerbung. Ich habe es am Rand kurz angeschnitten. Natürlich, wenn ich schon bei Werbung bin, möchte ich die Zeit hier auch nutzen und für meine Seeming Challenge Werbung machen. Da geht es darum, ich habe eine Bahn gebaut, die ist nicht wirklich gut und ruckelig und so, aber total wurscht. Und ihr sollt die thematisieren. Alle weiteren Infos gibt's in Steam und auf YouTube, ist auch ein Infovideo hier irgendwo auf meinem Kanal. Schaut euch das mal an und macht dann mit. So, habe die Werbung auch abgehakt. Was gibt's noch zu sagen? In der kommenden Woche, also heute ist Freitag, wenn das Video rauskommt, in der Woche, wo jetzt raus, also ab nächster Woche, ist wieder mal eine Woche Streampause. Das ist für die Leute, die sich das Video jetzt bei Release ansehen, vielleicht interessant und hilfreich. Für alle, die sich das Video irgendwann mal ansehen, die denken sich wahrscheinlich, ja, was interessiert mich das, was jetzt vor Ewigkeiten da mal, wann der gestreamt hat. Ansonsten finde ich, dass es zurzeit relativ gut hinbekommen, öfter mal wieder zu streamen. Und das mit den YouTube-Videos läuft aktuell noch auch relativ gut. Eben mit Vorproduktion, anders geht es einfach nicht. Aber im Moment läuft. Kann sein, dass sich das wieder ändert, wenn es zeitlich wieder mal nicht so gut aussieht bei mir. Aber im Moment bin ich zufrieden und läuft. Aktueller Videoplan auf Twitter an dieser Stelle der Hinweis. Da könnt ihr sehen, wann welches Video kommt. Braucht keinen Twitter-Account, um das zu lesen. Aber es soll jetzt hier keine Werbeveranstaltung werden. Ich habe so den Eindruck, ich quatsch und mache die ganze Zeit für irgendwas Werbung. Soll das nicht sein? Gibt's noch irgendwas, was ich Wichtiges sagen möchte, muss? Tatsächlich. Ah ja, eine kleine Ankündigung noch. Demnächst, ich weiß noch nicht wann, gibt's ein neues Let's Play-Projekt. Hier auf diesem Kanal von mir. Planet Coaster, ein neues Projekt. Die Stream-Zuschauer wissen da schon mehr. Die YouTube-Zuschauer müssen sich noch ein bisschen gedulden. Ja, da ich aber gerade merke, dass meine Stimme jetzt irgendwie kurz vorm Aufgeben ist und mir auch nichts mehr einfällt, sag ich jetzt einfach Servus, Tschüss, danke fürs Ansehen und bis zum nächsten Mal.